So dürfte passen. Joyce ruft uns an. Ah, ich weiß nicht. Joyce ist immer so... Joyce ist immer so... die macht immer, die redet immer so viel. Wir gucken uns erstmal um. Oh, ruft sie nicht mehr an? Doch, doch, doch. Dürfen wir auch mitgucken oder eher nicht so? Junge, es ist... Hör zu, es ist kurz vor 4 in der Nacht. Sei doch nicht so. Oh mein Gott. Kannst doch einfach sagen, hey, die Szene, so, du hast voll... Aber nein, dann erstmal so richtig schön sarkastisch, so, das ist Sophia so. Willst du deinen Spaß haben? Dürfen wir auch was sehen? Danke, sorry. Also, herzlich willkommen in meinem Zimmer. Das ist mein Zimmer. Ich habe ein Sitzkissen. Ich habe zwei Sitzkissen. Und hier ist mein Fernseher. Hier ist ein Bild. Das bin ich mit meinem Sohn, Timmy. Hier ist mein Badezimmer. Ich habe so verschiedene Zahnpastatuben und zwei verschiedene Zahnbürsten. Eine für morgens und eine für abends. Und hier sind so Orte, an die ich gereist bin. Hier so ein Turm und da so ein Wasserfall. War schön. Was kann ich euch noch zeigen? Ich mag Kerzen und Laternen, deshalb habe ich davon auch mehrere so in meinem Zimmer. Es ist gerade Winter, ja, passt ja, ne? Also draußen schneit es. Der Wind weht, ganz schön heftig. Hier ist das Handy. Joyce klingelt seit 10 Minuten durch. Voll penetrant. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss rangehen. Ich habe jetzt alles untersucht. Ich kann mit nichts anderem interagieren. Hi, handsome. What have you been up to while your better half wasn't around? Hey Joyce, ach, hauptsächlich Papierkram und TV-Serien. Hoho, du kennst mich doch. Ich bin ein faules Stück Scheiße. Du kennst mich doch, Joyce. Jeden Tag in vollen Zügen genießen. Definitiv A. I'm warning you, Mark, if you watch the third season of Dark Vengeance without me, there will be blood. We've already finished negotiations, so I'll be home sooner than you think. I took a bunch of pics, just like you asked. Let me send you one right now. What do you want to see? My photo in the mountains or from the pool? I forgot to say that hotel had a luxurious swimming pool. Das Foto in den Bergen oder ein toller Swimmingpool? Selbstverständlich will ich den Pool sehen. Oh, oh. Weil der Pool Bikini bedeutet. Right? Yeah, sure. You just want to see the pool, right? And seeing me in a swimsuit has absolutely nothing to do with it. Oh! Oh. You should have gone with me. I know that you don't like meeting new people, but... I'm worried about you, Mark. I'm pretty much the only person you talk to. It's Christmas Eve, and no one's even congratulated you yet. Hä? Hey, woher will sie wissen, dass mir noch niemand, gratuliert hat? Dass mir noch niemand herzliche Glückwünsche ausgerichtet hat? Gar nicht wahr, ich habe heute einen Brief bekommen. Ah ja, sehr gut. Ich wette dagegen, denn ich habe einen Brief bekommen. Ich weiß nur noch nicht, was drinnen ist. Achso, was drin ist im Brief. Hm. Weil ist das gleiche, ja. Did someone write you a personal letter? That's so cool. Open it up and tell me what's inside. It's near the entrance, right? Ja, den Brief habe ich irgendwo am Eingang liegen lassen. Was gibt's bei 700 Subs? Hold up.
Was haben wir, wo waren wir stehen geblieben? Das Hausmädchen habe ich vorhin gemacht, deshalb auch die Schminke. Tabu haben wir gemacht. No Rage haben wir gemacht. Killer ASMR müssen wir dann irgendwie nachher nachholen, wenn wir DBD spielen wieder. Zu viel Rage, kaltes Wasser über den Kopf gießen. Aber ich rage ja nicht. Heben wir uns das mit dem Wasser für DBD auf, oder? Du bist gerage-quittet? Bitte nicht am PC. Der wäre weit genug weg. Geht das denn überhaupt? Ja, ja, klar, sicher. Irgendwie soll der Brief sein. Oh, hier. Liebling, du fehlst mir so sehr. Es ist wirklich schade, wie es zwischen uns ausging. Ich bin bereit, uns eine zweite Chance zu geben. Und ja, vielleicht habe ich ein paar Dummheiten gemacht, aber das wird sich nicht wiederholen. Großes Ehrenwort, Smiley Face. Lass uns alles gemeinsam besprechen, okay? Woher hat sie meine neue Adresse? Das ist unsere Ex-Freundin. Huh. Well, who's it from? What did they write? Oh Gott, lügen wir sie an? Lüge 1. Irgendwas vom Finanzamt, Schatz. Papierkram. Finanzamt. Oder Lüge 2. Es ist eine Postkarte von meinen Eltern. Eine Glückwunschkarte zu Weihnachten. Wieso lügt man seinen Partner da an? Oder seine Partnerin? Was ist mit der Bestrafung, wenn du schon keine plus 2 Stunden machst? Hä, die plus 2 Stunden sind ausgedacht, okay? Aber, ja klar, also... Ich dachte, zu DBD nachher wäre es lustiger gewesen, aber wir können das auch jetzt machen, was euch lieber ist. No. I hope you don't have any problems with your taxes. I don't want my boyfriend to be locked up before we can meet again. By the way, about communication, please go up to your bedroom window. Wir sollen zum Schlafzimmerfenster. Wenn wir ihr die Wahrheit hätten sagen können, hätte ich mich dafür entschieden. You won't see anything from the first floor. Go upstairs and look through your bedroom window. Well, what do you see? Sieht aus, als würde meine Freundin bei sich zu Hause Lichtspielchen treiben. Oder du bist angekommen. Warum hast du denn nicht angerufen? Ich hätte dich doch vom Flughafen abholen können. Isn't it obvious? I wanted to surprise my boyfriend for Christmas. Luckily, the plane landed before the storm started. Now, on to the second part of my surprise. But first, show me your festive mood. Let me think. I remember you had some sparklers in your closet. Light them up in front of your window. Okay. Du hast noch Outlast drin? Nee, nee, sollte schon umgestellt sein. Manchmal aktualisiert sich das nur nicht automatisch über Twitch. Wenn du die Webseite nochmal aktualisierst, müsste Crimson Snow drin sein. Shit, warte, was? Wir sollen nach Wunderkerzen suchen oder so. Irgendwo in der Schublade, unten. You didn't fall asleep there, did you? Sorry, Mark. Tonight, you won't get much sleep. Find sparklers in the closet of your bedroom, and I'll tell you the good news. Oh, warte, in meinem Zimmer.
Küche? Nee, sie hat gesagt, in my bedroom. Sie hat gesagt, dass wir heute nichts, nicht, dass wir, dass sie, sie, sie hat gesagt, sie hat gesagt, dass wir heute nicht zum Schlafen kommen werden. Pandamonster, danke schön für die 2 verschenkten Zamperonis und Elgedy, danke für den 10. Monat, yo. Hä, das ist doch mein Bedroom. Was will sie von mir? Bin ich doof? Oh. Handfackel. Diese Fackel ist mächtiger als eine gewöhnliche Wunderkerze, aber immer noch in der Hand haltbar. Könnte nützlich sein. Ich muss sie am Fenster anzünden. If you find the sparklers, light one of them up by the bedroom window so I can see it. Okay. Du siehst aus, als hättest du sehr viel geweint. Der ganze Support hat mich halt schon gerührt. Aber ist einfach ein bisschen Schminke so. There it is! Now I can feel the Christmas spirit. Alright, here's the second part of the surprise. Do you remember that French wine you wanted to buy? Until you saw the price tag? Today, we'll try it out. I also got some fireworks. So, take your sparklers and come over. Let's celebrate Christmas together. By the way, I brought you a present. Did you get me something too? Sie hat ein Geschenk für uns, aber haben wir auch eins für sie? So neugierig? Ich müsste es erst unterm Baum wegnehmen. Und ich sag dir nicht, was es ist. Ein Geschenk? Tut mir leid. Ich hätte nicht erwartet, gemeinsam zu feiern. Ja, wir haben sie schon angelogen, dann können wir jetzt ruhig weitermachen. Ich habe ein Geschenk für dich, aber das ist unterm Baum und da müsste ich mich so tief bücken, ey. Nee, komm schon, ich komme ohne Geschenk rum, aber es gibt eins, auf jeden Fall. Wait, you won't even tell me what kind of gift you prepare? Okay, now I'm interested. Grab it and come over, I'm waiting. The longer you wait, the greater the chance that I'll drink all your wine by myself. Take your gift and come to see me. It's under the tree, isn't it? Das existiert überhaupt nicht. Was nehmen wir hier mit? Are you sure that you have a present? Sie durchschaut uns. Schnell! Boah, Waschmittel ist irgendwie unpassend als Geschenk. Ich soll trotzdem unter dem Baum nachgucken, obwohl ich eigentlich... Oh, bestimmt hat unsere Ex-Freundin es eingebrochen und hat uns ein Geschenk darunter gepackt. Und wir denken jetzt so, oh, wow, hier ist ja wirklich ein Geschenk. Dabei habe ich doch gar nichts darunter gepackt. Oh, die ist ja süß. Die denkt, wir machen uns Sorgen, weil... wir davon ausgehen, dass ihr das Geschenk nicht gefallen könnte. Was ist das, Schmuck? Geschenk für Joyce. Ich habe diesen Ehering vor einem Monat gekauft. Oh, wir haben doch ein Geschenk, holy. Aber fand noch keine Gelegenheit für einen Antrag. Wird sie ja sagen? Oh, alright. Cute. If you found the gift, come see me already. Ist hier nicht gerade eine Tür aufgegangen? Did you leave the house? It's easy to get lost in this weather. Follow the light, handsome. I'm waiting for you. Ich glaube nicht, dass ich mich auf dem Weg auf die andere Straßenseite verlaufen werde. Was ist, wenn das nicht unsere Freundin ist, sondern unsere Ex-Freundin? Aber wieso sollte sich unsere Ex-Freundin so wie unsere Freundin anhören? Das ist nicht mehr ein... Ist das unser Haus? Na.
schon verlaufen. Ups, ja. Rechnungen. Ein Haufen unbezahlter Rechnungen. Ich sollte Sie daran erinnern, sich darum zu kümmern. Hast du auf den Namen geachtet, Bruder? Wahrscheinlich nicht. John und Jane Doe steht da unten. Die Tür steht offen? Ja klar. Sie wollte ja, dass wir vorbeigucken. Hier sind Plätzchen. Oh, ein bisschen Milch. Ein paar Fotos. Meine Güte, Chad. Ich dachte, Sie und ich, wir würden uns Weihnachten gar nicht zu Gesicht bekommen, aber diese Überraschung, die ist ihr wirklich gelungen. Das ist einfach traumhaft. Endlich bekomme ich meine Gelegenheit, ihr einen Antrag zu machen. Mein Herz, es könnte mir förmlich aus der Brust springen. Oh Mann, Joyce, du bist so lustig und so verspielt. Nur mach schon die Tür auf. Wie willst du denn sonst dein Geschenk annehmen? Seht ihr schon irgendwas Gruseliges? Nee, ne? Joyce! Ich hab dich gesehen, du Dummerchen. Du kannst dich nicht verstecken. Meine Güte! Du bist gerade erst angekommen und hast trotzdem schon alles so schön weihnachtlich dekoriert. Das sieht wirklich wundervoll aus. Ich nehme mal eben diese ganzen Fackeln. Was rufst du mich denn an? Where are you? Did you sink into the snow? Hurry up, I'm getting tired of waiting. Ich bin schon im Haus, aber ich sehe dich nirgends. Oh oh. What does inside your house mean? I'm standing at the door and I didn't see you come in. Hey, Santa, it looks like you broke into the wrong house. Get out of there before you get... Okay. Ein bisschen was hat sich verändert. Soll ich noch lauter machen oder geht's? Hä? Oh. Oh, fuck me. Hallo, Ex-Freundin? Das ist eine Fackel. Ich nehme an, die hilft mir im Kampf gegen böse Geister. Ich bin doch mal weg, ne? Nein, abgeschlossen. Hey. Wenn sie wieder mit uns zusammenkommen möchte, darf sie uns nicht fressen, oder? Hier ist eine Kette dran. Die Postkarte habe ich doch schon mal gesehen. Eigenartig. Tut mir leid, aber ich schaff's nicht bis Weihnachten zurück. Dämliche Arbeit. Feier bitte ohne mich. Whoa.
Tut mir leid, aber ich schaff's nicht bis Weihnachten zurück. Dämliche Arbeit. Feier bitte ohne mich. Ist unsere Freundin also nie angekommen oder hat sie es sich einfach anders überlegt? Foto eines älteren Ehepaars. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Joyce diese Bilder hatte. Ich habe ihre Eltern anders in Erinnerung. Okay. Alles wird heute passieren. Es wird unser perfekter Festtag. Er ist bald da, also muss ich mich vorbereiten. Kleid? Check. Weihnachtsbaum? Check. Festtagsschmuck, Feuerwerk und der Ring fehlen aber noch. Er darf nicht entkommen. Er ist bereits hier. Oh. Warte, wieso versteckst du dich? Bro, komm wieder raus. Honey, are you there? Okay, versteck dich doch. I see you. Tust du nicht. Okay. Ah, jetzt schabt sie es an der Wand entlang. Habt ihr den Sound gehört? Cool. Ich war kurz davor aufzustehen. Macht sie das jetzt immer wieder? Okay, sie campt mich. Wir können gleich raus, wenn sie nach links weghuscht. Aber das Zeitfenster ist relativ klein. Wie schleiche ich? Schleiche ich? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit zu schleichen? Easy, abgehangen. Ich weiß doch nicht, ob die Fackeln helfen. Und ich bin mir auch nicht sicher, auf welchem Knopf das war. Ich habe irgendwie mehrere gleichzeitig gedrückt, als ich die Fackel angemacht habe. Ihr Kleid ist hübsch? Ja. What the fuck? Was ist die Story gerade? Wir haben eine Postkarte von unserer Ex-Freundin bekommen. Die möchte liebend gerne wieder mit uns zusammen sein. Unser Protagonist hat sich gewundert, woher sie denn seine neue Adresse überhaupt hat. Und eigentlich sind wir schon längst wieder in einer glücklichen neuen Beziehung und wollten unserer jetzigen Partnerin auch super gerne einen Antrag machen. Aber auf dem Weg zu ihrem Haus hat uns ein Schneesturm erfasst und irgendwie haben wir die Orientierung verloren und sind, dooferweise, in das Haus unserer Ex-Freundin reinmarschiert. Und die wirkt so ein bisschen
dämonisch. Oh. Also versuchen wir ihr aus dem Weg zu gehen und irgendwie wieder zu entkommen. Joyce, hilf mir. Mark, stop scaring me. I know that you're here. I found the Christmas tree that you knocked over. And why did you take off its decorations? Do you even know how long it took me to decorate it? Warte, es ist doch ihr Haus? Wir sind im richtigen Haus, aber die Dekoration haben nicht wir abgemacht, sondern die dämonische Lady, right? Das war ich nicht, Joyce. Hör mir zu. Man hat mich hier eingesperrt. Joyce, hier geht irgendein gruseliger Scheiß ab. Was glaubt sie uns eher? Cool. What do you mean it wasn't you? Then who was walking around my house? Mark, seriously, don't scare me like that. What's going on? Du wirst mir nicht glauben, Joyce, aber ich glaube, ich halluziniere. Der Korridor ist gerade größer geworden. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Klingt beides schlecht für uns. Mark, have you been drinking? If this is some stupid prank, I... Wait. I heard something. Mark? Is that you? Mm-mm. Sie haben Joyce von den seltsamen Vorkommnissen erzählt. Sie glaubt ihnen nicht. Danke. Hat uns dann unsere geistermäßige Ex-Freundin auf eine andere Ebene gezogen? Wir sind da, aber irgendwie auch nicht. Achso, nee, das ist nur Verstecken. Schneekugel. Sieht aus, als könnte sie in eine der Mulden dieser eigenartigen Tür passen. Ich muss 3 solcher Kugeln finden. Okay. Oh no. Nimos, danke für den 20. Monat. Vielen Dank für den Support. Hi. Sweetie, where are you? Let's celebrate together. Ich kann auch so ein bisschen um die Ecke gucken, das ist ganz gut. Ich glaube, deine Ex ist ein bisschen nachtragend. Sieht so aus. Oh. Oh no. Wartet. Wenn sie nochmal reinkommt und sich vor den Tisch stellt, kann ich... Oder ich schleudere ihr die Tür vor der Nase zu. Entweder wir versuchen an ihr vorbeizuschleichen, hinter ihrem Rücken und machen die Tür hinter ihr zu, oder wir versuchen sie zu stunnen. Sie kommt nicht mehr. Oder? Wo ist sie gerade?
ist wieder weg. Man kann leider nicht sprinten. Erste Kugel ist drin. Easy. Das Problem, das ich gerade habe, ist, wenn ich die Tür aufmache, ist sie geradezu... So? Okay, da vorne ist sie. Müssen wir in ihr Zimmer rein? Das wäre nicht cool. Das schaffe ich nicht. Ich muss bei ihr rein. Sonst gibt's hier nichts. Okay, dann verstecken wir uns hier. Und wenn sie rauskommt, schleiche ich mich hinter sie. What the fuck? Das geht nicht, da ist kein Platz. Ich muss hinter ihr herlaufen. Jetzt. Okay. Okay. Ah! Fackel! Hat die Fackel geholfen, Bro? I don't know. Wieder hinterherlaufen, Chat. Nein, wartet. Doch. Ah, zu spät. Hinterherlaufen und dann nach links da rein. Okay. Okay. Warte mal. Sehe ich hier irgendwo die Tastaturbelegung? Nee. Ich smashe einfach immer irgendwie... Q123 gleichzeitig und dann ziehe ich die Fackel. Ich wüsste gerne, welcher Knopf genau es ist. Easy peasy lemon squeezy. Joink. Zweite Schneekugel. Hat sie das gehört? Ich kann mich hier nirgendwo verstecken. Oh, doch kann ich. Kann ich nicht? Doch kann ich. We can decorate the tree. Wenn sie sich nicht so gruselig verhalten würde? Dann weiß ich nicht. Sie ist eigentlich gar nicht so gruselig, bis auf die Art und Weise, wie sie läuft und redet. Yeah.
Das war schon ein bisschen knapp, Bruder. Sie hat keine Ahnung, wo ich bin. So bad. Hä? Hä? Oh. Wer ist das? Die Ex? Scheinbar die Ex-Freundin. Ja. Wobei sie bestimmt nicht ganz sie selbst ist. Hier ist irgendwas Übernatürliches am Start. Wir hören die dritte Schneekugel, aber... Warte mal. Bolzenschneider, sieht kräftig aus. Damit komme ich sicher durch die Kette an der Tür. Geil. Ach, dieses weihnachtliche... Dieser weihnachtliche Jingle, der kommt nicht nur bei den Schneekugeln, sondern überhaupt bei Key-Items. Ich dachte, wir finden direkt die dritte Schneekugel. War jetzt aber nur ein wichtiges Item. Wie? Okay. Sind das ihre echten Fingernägel oder... Sind die mit dem Handschuh verbunden? Stop running away. Why are you hiding? We are made for each other. We must be together. Wir müssen den Korridor da wieder runter, ne? Da, wo sie gerade langläuft. Da waren noch mehr Türen mit Ketten dran. Was ist deine Aufgabe? Überleben und entkommen. Hier, okay. Wenn ich das Ding an mich nehme, bekommt sie Wind davon und kommt wieder auf uns zu. Das Problem diesmal ist, hier ist nichts, wo ich mich verstecken kann. Das bedeutet, Schneekugel nehmen und direkt weglaufen, richtig? Und notfalls wieder Tastenhämmern für die Fackel. Auf zwei mache ich die Fackel. Kiste mit Weihnachtsschmuck. Das ist die Deko, die Joyce um ihren Tannenbaum hatte. Die Verrückte sagte vorhin irgendetwas vom Baum schmücken. Wenn ich's mache, ist sie vielleicht abgelenkt genug, dass ich mich durchschleichen könnte. Okay. Vielleicht ist das ja deine Freundin, aber in einer anderen Dimension. Und läuft da in der richtigen Welt auch herum? Ich meine, vielleicht, maybe. Wow. Kann ich das nochmal öffnen jetzt? Nee, ne? Ach, fuck off.
Kommst du da jetzt noch raus oder bleibst du da drin? Okay. Okay. Huh! Na, die wird sich bestimmt freuen, wenn sie sieht, dass wir den Tannenbaum geschmückt haben. Schick. It's all some stupid prank, Mark. Moving corridors? What nonsense! I saw your friend in the window and I know she's just hiding somewhere. She just moves really fast. And that's it. It's nothing special. Sie hat die Monster Lady auch gesehen. Joyce, das ist kein Witz, du musst da weg. Joyce, hör mir zu, das ist nicht meine Bekannte. Versteck dich irgendwo und ruf die Polizei. Das zweite klingt ernster, oder? Aber der Ratschlag ist anders. Bei 1 sagen wir ihr, sie soll abhauen. Bei 2 sagen wir, bleib da, aber versteck dich. Und entkommen ist ja nicht, weil alles abgeschlossen ist. Ist Verstecken nicht sicherer? Hat bisher ganz gut funktioniert gegen die Lady. Verstecken war effektiv, denke ich auch. Genau, ja. Ich bin auch für das zweite. Ja. Let's just assume that I believe you. First, tell me. Ach, das macht einen Unterschied. Sie rieten Joyce dazu, sich zu verstecken. Ich glaube, das ist smart. Ich glaube, das ist besser. Where you are now, what's going on with you? Es ist, als würde ich träumen. Das Haus verändert sich. Irgendeine Irre sucht nach mir. Ich glaube, ich habe deine Weihnachtsdeko gefunden. Sie muss sie hergebracht haben. Kuh, oder? Wieso sollten wir jetzt von der Weihnachtsdeko erzählen? Hier läuft irgendeine potenzielle Killerin rum und wir erzählen, hey, du wirst es nicht glauben, die hat dein Weihnachtsdeko geklaut. What the fuck? Aber ich habe sie gefunden, keine Sorge. Kuh, oder? Right? You saw a woman, right? But if it's true, fine. You said I need to hide, I'll do that and then... Okay, sie hat uns geglaubt und unseren Ratschlag befolgt. Das ist super. Wir hätten hier einen Tisch, unter dem wir uns verstecken können. Oh, oh, oh. Sie dreht sich, sie patrouilliert nicht. Sie steht einfach nur da. Die Idee war, dass wir den Weihnachtsbaum schmücken, um sie abzulenken. Wenn sie mich verfolgt, sollte ich vielleicht am Weihnachtsbaum vorbeilaufen. Ich muss ja eh zum Tisch. Und dann denkt sie sich, ach, wie schön. Ah. Oh. Hallo, Ex-Freundin. In dem schicken Kleid. Und der sehr biegsamen Wirbelsäule. Guck mal, ich hab geschmückt. Wait, das ist doch voll bescheuert, sich hier zu verstecken. Ich bin auf Augenhöhe. Das ist mir zu spät aufgefallen. Ich glaube, sind... Das war ja das, aus dem Instinkt heraus. Sollte ich wieder raus? Das macht jetzt keinen Unterschied mehr, oder? Oh, sehr gut. Honey, it's beautiful. Don't go anywhere. I will be right back. Okay. Ich hätte mich nicht verstecken müssen, ne? Sie wäre so oder so happy gewesen.
süß. So ein bisschen. Glaube ich. Huh. Jetzt will sie sich unsere jetzige Freundin krallen, ne? Aber die versteckt sich. Keller. Gleich. Okay. Mal gucken, vielleicht finden wir ja einen Beschwörungskreis oder so. Pentagramme. So ein bisschen dunkle Magie. Just like he said, I had time to prepare before she found me. I launched fireworks at her. It seems to have scared her off. I don't think she likes bright lights. Try to find something similar. Maybe that'll help you. Also helfen unsere Kerzen tatsächlich gegen sie, ne? Dieses Leuchtfeuer hier. Kennst du sie? Woher wusste sie, dass ich zu dir unterwegs war? Oder? Alles klar, ich muss was finden, das hell ist. Sei vorsichtig, Joyce. Überleben ist das Wichtigste. Eins ist so ein bisschen mehr Story. Q wäre so ein bisschen mehr Story, Hintergrundinformationen. Zwei wäre halt so ein bisschen unsere süße Freundin bestärken, dass alles, worum sie sich gerade den Kopf machen soll, das Überleben ist. Ich finde beides sinnvoll. QQQ? 13EE? Das weiß sie ja, dass sie überleben soll. Q lieber ausquetschen. Okay. I have no idea who or what she is. Do you think she was following us? Why? Oh, I'm afraid to even think about it. Mark, she can come back at any moment. What should I do? Oh Gott. Halte dich weiterhin bedeckt und versuche leise zu sein. Das Problem ist, sie wurde einmal gefunden. Wenn sie einmal gefunden wurde, kann sie jederzeit wiedergefunden werden, oder? Schnapp dir eine Taschenlampe und noch mehr Feuerwerkskörper. Versuch sie mit hellem Licht zu verjagen. Warum können wir denn nicht einfach sagen, versuch leise zu sein und gleichzeitig Feuerwerkskörper zu sammeln? Schön defensiv, aber halt mit lauter Munition. Wenn wir jetzt eh sagen, wieso sagt ihr alle eh, seid ihr verrückt? Schnappt ihr eine Taschenlampe und noch mehr Feuerwerkskörper? Wir wollen, dass sie auf Sylvester Stallone macht. Auf Action Hero. Dann rennt sie, dann sagen wir ihr, sie soll rumrennen und die verjagen. Sie soll auf Ghostbuster machen. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Ja, so Rambo-mäßig, genau. Einmal gefunden, immer gefunden? Ja. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, Frauen können sich auf keinen Fall selbst beschützen. Ich bin der Mann. Ich muss das Beschützen übernehmen. Ich bin das Alpha-Tier. Das hat nichts mit Reviermarkieren zu tun oder so, aber
Ich glaube, es ist falsch, ihr zu sagen, dass sie das Vieh jagen soll. Sie ist eine emanzipierte, starke Frau. Das bezweifle ich nicht, aber es ist definitiv gefährlicher. Oh, meint ihr eh echt? Okay. Wenn sie stirbt, ist das eure Schuld. I'll try. Oh God, I hope it works. Was ist, wenn... Call the police, but I don't think they'll arrive here fast enough in this weather. Was ist, wenn das Monster sich jetzt eine Sonnenbrille schnappt? Dann funktionieren helle Lichter nicht mehr. Andererseits, was ist, wenn ihr das ganze Zeug ausgeht, sie keine Vollwerkskörper mehr hat und dann in ihrem Versteck gefunden wird? Wir sollten uns einfach beeilen. Ich glaube, da können wir uns... Da sind wir uns einig. Joink. Joink. Wir haben richtig viel Munition bekommen. Wow. Falls ihr was passiert, hast du noch die Verrückte. Ah, okay. Hörst du mich, du verrücktes Miststück? Lass meine Frau in Ruhe. Ich werde sie beschützen. Aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich sie nicht beschützt bekomme und du sie vor mir in die Finger kriegst, kein böses Blut. Dann können du und ich halt irgendwie doch zusammen sein, weil, ich meine, wenn meine Freundin tot ist, dann, ich meine, besser mit dir als einsam zu sein, so, du verstehst schon. Ich glaube nicht, dass sie einverstanden ist. Jetzt komme ich da nicht mehr durch. Soll ich zurück? Oh nein. Man muss, naja, immer durch Klicken diese Passagen betreten. Sophia, schlaf schön. Hey, danke, dass du so lange mit am Start warst. That ass. Oh. Ey, ich meine, ich liebe meine Frau und so, aber ey, so, ich meine, Plan B ist okay, so. Wo sind wir? Sind wir cool oder nicht? Ich hab Licht. Damit verscheuche ich sie doch eigentlich. Oh oh. Ups. Lass uns erstmal zu den Lichtern gehen. Was genau brauchen wir denn hier? Wir müssen zwei Knöpfe drücken, damit sich das aktiviert. Blau und rot. Den kann ich nicht benutzen zum Verstecken, okay. Guten Morgen, Lakritz. Hi. Kennen wir die Person? Oh, das Foto der Eltern. Hat sie ihren Dad umgebracht? Ups. Es tut uns leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber Ihr Sehvermögen verschlechtert sich. Die Untersuchung ergab, dass Sie an einer Lichtüberempfindlichkeit leiden. Ich rate Ihnen, Tageslicht zu meiden, sowie andere grelle Lichtquellen. Hochachtungsvoll, Dr. A. Mulroe. Ah, deshalb funktioniert
Feuerwerk und so ein Krams gut gegen sie. Empfindliche Augen. Wenn wir sie mit dem Licht verscheuchen, nimmt sie uns das vielleicht übel. Das sollten wir vermeiden. Vorausgesetzt, wir wollen uns halt irgendwie so ein bisschen gut mit ihr stellen. Er sagte, dass er bei Freunden ist. Lügner. Ist es Anna? Ich muss seine Mutter... Kommt sie näher? Ich muss seine Mutter anrufen. Bestimmt ist es eine Arbeitskollegin. Trifft er sich mit der Sekretärin? Er trifft sich sicher mit jemandem. Wer versucht, die mir wegzunehmen? Violet? Natalie? Helen? Stammt wahrscheinlich noch aus der Zeit, als wir mit der Ex-Freundin zusammen waren. Denn her? Mist. Oh. What's this? Oh. Für die Wissenschaft mal erwischen lassen? Nee, aber wir könnten das mal mit der Leuchtfackel ausprobieren. Oh, da kommt sie. Sie dreht sich gleich um. Ich habe das Timing verkackt. Oh, oh. Doch nicht. Hier ist die Bildhälfte, wo die Mama zu sehen ist. Mhm. Okay. Hey, der Ring ist nicht für dich, yo. Fackel, was willst du tun? Fackel! Sie hat sich gerade meinen Ehering geklaut. Das war... Deshalb... Ich dachte, ich bin safe, so. Der Ehering wäre Schutz Nummer 1 gewesen, weil... Jetzt... Sie ist doch glücklich. Ich habe den Baum geschmückt. Sie hat meinen Ehering. Sie denkt, er ist für sie.
Wenn sie mit mir zusammen sein will, warum frisst sie mich dann? So, und ich dachte, wenn der Ehering mich schon nicht vor ihr schützt, dann habe ich noch die Fackeln, Bro, weil sie doch so sensible Augen hat. Ich habe 2 Fackeln hintereinander angezündet, hat gar nicht geholfen. Hätte ich irgendwo ein Fotoapparat finden müssen? Wir laufen auf jeden Fall weg. Hat sie mich bemerkt? Bro, what the fuck? Ah nein, sie streckt so die Hände aus nach mir, die Ärmchen, weil sie mich wieder fressen will. What the fuck? Sie ist aber nicht so schnell, zum Glück. Oh oh. Kann ich da rein? Nee. Hey Chat, wie hängen wir sie ab? Alles ist abgeschlossen. Oh oh. Wir müssen zu dem Zimmer, wo die... Wir müssen zu der Tür, wo... Ah ja, genau hier. Weiche von mir, Dämon! Oh oh. Schlüssel zur Weihnachtstür. Dieser Schlüssel ist von der dekorierten Tür. Poggies. Vielleicht muss man an der Stelle rennen? Wahrscheinlich, ja. Die Fackeln helfen uns also nicht. Es muss noch irgendein anderes Item geben. Oh, nice. Feuerwerkskörper. Feuerwerkskiste, ein ganzer Kasten mit Feuerwerkskörpern. Wenn grelles Licht sie wirklich abschreckt, könnte ich sie gut gebrauchen. Könnte ich sie gut brauchen. Vielleicht kann ich ja eine Falle stellen. Ich muss nur irgendetwas finden, womit ich sie ablenken kann. Wo hat sie meinen Ring versteckt? Ich dachte, sie hat sich den aufgezogen, ne? Mark, are you there? Are you okay? Also, bis auf das eine Szenario, wo sie mich gefressen hat, geht's mir okay. Ja, alles gut. Und bei dir? Red bitte leiser. Sie ist in der Nähe. Ihr zu sagen, dass sie leiser reden sollte, macht Sinn. Sowohl zu ihrem Schutz als auch zu unserem. Aber no shit. Chat Q, ja, alles gut und bei dir, beruhigt sie. Momentan ist alles so angespannt. Unser Leben steht auf dem Spiel. Wenn ich sage, red bitte leiser, sie ist in der Nähe, dann wird sie noch angespannter. Die Nerven sind jetzt schon kurz davor, ne? Wenn wir jetzt sagen, ja, alles gut und bei dir, dann holen wir sie so ein bisschen ab, so ein bisschen runter. Hey, wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Mir geht's gut. Dir geht's gut. Wir sind am Leben. Wir kriegen das hin. Das ist so ein bisschen Balsam für die Seele. Sie soll nicht ruhig sein, sondern leise. Steven der Einfühlsame? Ich denke, das ist die richtige Antwort. So, red bitte leiser, leuchtet im ersten Moment ein. Und die meisten denken wahrscheinlich so, oh ja, wir müssen leise sein und vorsichtig. Dann kriegen wir bestimmt das Happy End. Und genau das haben die Devs sich gedacht. Und haben es deshalb zu der schlechten Antwort gemacht. Ich gehe mit Q. Tut mir leid, dass ich mich da über euch hinwegsetze. Wobei, ich sehe ein paar Cooler im Chat. Wir haben sogar gewonnen, oder? Gute Entscheidung. Mir geht's gut, Schatz. I scared her away, Mark. This bitch is afraid of bright light. She left me alone and I don't know when she'll be back, but now she's gone. What about you? Do you have any news? Preferably good news. Ich kann sie jetzt auch verjagen. Ich habe das Feuerwerk gefunden, wie du gesagt hast. Mein Geschenk für dich. Sie hat es sich geholt. Wieso sollten wir in so einer Situation vom Ring erzählen, Dude? Cool, right? Ja. That's good.
Now we have a chance. We can do it. I called the police. I don't know where you are right now, so I gave them my address. Find a window they'll be able to see you from. Try to get up to the second floor. Mhm. Okay. Gut gemacht. Sie hat die Polizei benachrichtigt. Warte mal. Brecheisen? Brecheisen, ziemlich schwer. Ich glaube nicht, dass sie das aufhalten kann. Da bräuchte ich schon etwas Heftigeres. Andererseits hilft mir das sicher, um die Bretter vom Hausaufzug zu lösen. Ach so, ein Speisenaufzug? Na dann, rein da. Du bist ihre Speise, also ab in den Aufzug. Die Polizei ist schon am Start. Die waren schnell. Wow. Unsere Freundin meinte, dass sie wahrscheinlich ewig lang brauchen, weil das Wetter gerade so kacke ist. Okay. Ich nehme an, die ist zu. Ja, Vorhängeschloss. Okay. Wir brauchen einen Schlüssel. Oh, das Fenster. War ich zu spät? Do you hear that? It sounds like the police are here. Hey! Hey, I'm here! Come here, please! I see the light in a nearby house. Is that you? Are you on the second floor? I don't think they've noticed you. You need to find another window that's more visible so the police can see you. Warte, was? Wir sind doch nicht im selben Haus? Sie hat mich aus einem anderen Haus herausgesehen? Hä? Wie? Irgendwas habe ich gerade nicht ganz gecheckt. Hattest du nicht gerade einen Schlüssel für die Weihnachtstür genommen? Ja. Aber den konnte ich hier irgendwie nicht benutzen. Vielleicht gibt es da nochmal einen separaten für die zweite Weihnachtstür. Wir haben 18 Fackeln. Ich glaube, ich muss gar nicht so viel looten. Das sollte locker reichen. Das hattest du doch gesagt, oder? Joyce in unserem Haus und wir bei der Ex? Ja, aber zwischendurch dachte ich, wir wären doch im gleichen Haus, weil Joyce davon erzählt hat, dass ihre Weihnachtsdekoration weggenommen wurde. Oh, ach so. Darum ging es in dem Gespräch, dass Joyce Deko wurde geklaut und dann hat unsere Ex-Freundin die zu uns rübergetragen. Oh, ach so. Bro, für einen kurzen Moment dachte ich, dass sie all die Veränderungen, die hier in diesem Haus stattfinden, live mitbekommt, ohne dass wir uns begegnen. Das habe ich irgendwie nicht gecheckt. Ach so, sie hat das aus dem einen Haus geklaut und ins zweite Haus rübergebracht. Ja, okay, okay, okay. Wir sind doch immer noch in verschiedenen Häusern. Die gute Nachricht, Polizei kam rechtzeitig. Die schlechte Nachricht, Polizei ist tot. Joyce. God. Did you see that? Nein, ich kam zu spät. They're all dead. We'll never get out. She'll come for both of us. Da hängt ein Polizistenpopo aus dem Fenster raus drüben, seht ihr das? Scheiße. Holy fuck. Reißt sich zusammen, Panik hilft uns nicht weiter.
Joyce, es wird alles wieder gut. Wir schaffen das. Hier finde ich beides verlockend. Weil guckt, bei der letzten Antwort war ich so, Schatz, ich bin einfühlsam. So, alles wird gut. So ein bisschen gut zugeredet. Aber jetzt denke ich mir, wenn wir ihr zu viel gut zureden, dann lallen wir sie so ein bisschen ein. Dann verliert sie vielleicht ihren Scharfsinn. Wenn wir Kuh machen, ist das so eine Backpfeife. So, beruhig dich, Schatz, beruhig dich, verdammt nochmal. Ich brauch dich auf voller Höhe. Oder meint ihr, E ist doch der bessere Weg? Wenn du gemein wirst, ist sie aber abgelenkt? Oder sie verliert ihre Liebe? Zuckerbrot oder Peitsche? Na, ich will halt einfach nur, dass sie ihren Scharfsinn nicht verliert. Aber das tut sie ja nicht, wenn wir nett zu ihr sind. Wird alles wieder gut, Schatz. Wir schaffen das. You're right. We can't give up. I heard her mumbling something. Joyce merkt sich ihr Verhalten. Ist das gut? Wir waren liebevoll. Dadurch kriegen wir Happy End nachher. I don't know if this helps, but she said something about the gift she finally got. And one more thing. I saw that she threw one of the cops through the window of your building. Try to find him. Maybe he has a gun on his body. Oh mein Gott, Schatz, das ist so eine gute Idee. Deshalb liebe ich sie so sehr. Joyce, oh mein Gott. Großartig. Ich sollte da hinten hinlaufen und mir die Waffe vom Polizisten holen, weil es dem Polizisten auch so gut geholfen hat. Ich habe ungefähr 10 Schüsse gehört und er wurde trotzdem getötet. Mir bringt die Waffe bestimmt viel mehr Glück. Okay, holen wir uns die Pistole. Okay, what? Hatte sie gerade ein anderes Kleid an? Sie war in weiß gehüllt, ne? Wie eine Braut. Nicht mehr schwarz. Postkarte. Tut mir leid, ich kann nicht herkommen. Ich werde mich verspäten. Zu Besuch bei der Familie. Stecke in der Arbeit fest. Das sind meine alten Postkarten. Ich habe sie meiner Ex-Freundin geschickt, um nicht mit ihr reden zu müssen. Sie war es also? Das sind die Postkarten, die ich meiner Ex-Freundin geschickt habe, um nicht mit ihr reden zu müssen? Während der Beziehung? Hä, sind wir das wahre Monster? Tagesablauf. Sie hat mich die ganze Zeit beschattet. Ich kann mich nirgends verstecken. Sie wird mich nicht gehen lassen. Sie ist weg. Sie wird uns nicht stören. Mark hat einen Ring gekauft. Ist er für mich? Will er mich wiederhaben? Mark redet nicht mehr mit seinen Eltern. Gut. Zu wem hat er Kontakt? Sein Freundeskreis tut ihm nicht gut. Ich muss sie alle loswerden. Mark feiert Weihnachten allein. Es ist Zeit. Er ist auf dem Weg zu dieser Hure. Joyce. Mark. How are you? Ich habe ein Teleskop gefunden. Es ist auf mein Haus gerichtet. Ich habe ihre Notizen gefunden. Sie enthalten meine Zeitpläne. Unterschied, wenn ich. Telescope, what do you mean? Sie hat uns ausspioniert, sie hat mich ausspioniert.
Wieso sollten wir unsere Freundin anlügen hier? Macht das einen Unterschied? Ehrlich sein? Ja, oder? I thought so. All this time, she was interested in you, not me. You are connected to her in some way. Mark, tell me, do you know this woman? Ja, ist meine Ex, glaube ich. Lügen? Nein, ich habe sie noch nie im Leben gesehen. Oder wir sagen die Wahrheit. Wir hatten mal was. Ich finde die Entscheidung gerade nicht schwer. Es ist doch normal. Ich meine, unsere Joyce hatte doch bestimmt auch schon vorher die ein oder andere Beziehung. Was macht das für einen Unterschied? Ich fühle mich gar nicht dazu genötigt zu lügen. Wir haben sie nicht betrogen, oder? Dann wäre es schwierig. Wenn wir erfahren würden, dass er was mit ihr hatte, während der Beziehung mit Joyce, dann wäre die Entscheidung schwierig für mich. Aber so? Na, wir sagen die Wahrheit. Prioritäten setzen, erstmal Diskussion starten? Das wär's, wenn sie aus ihrem Versteck heraus jetzt... Oh mein Gott, was? Das hast du mir nie erzählt. Wie oft habt ihr miteinander geschlafen? War es besser als mit mir? Das wird sie ja nicht machen jetzt. Oder doch? Nee, ich vertraue ihr. You were dating? Why didn't you say this before? Ist das der richtige Moment dafür? Ich habe nicht verstanden, dass sie es ist, bevor ich dir Beweise fand. Sie sieht völlig anders aus als früher. Das ist nachvollziehbar. Sie hatte noch nicht diese 20 cm langen Fingernägel. Sie konnte sich noch nicht so quer verbiegen und sie ist noch nicht rückwärts über den Boden gekrabbelt. Hat noch nicht in diese ganz kleinen Luftschächte reingepasst. Konnte keine Polizisten ins zweite Stockwerk katapultieren. Oder? Ihr seid für Kuh, echt? Ich habe nicht verstanden, dass sie es ist, bevor ich die Beweise fand. Ah, klingt vielleicht plausibler? Okay, ja. Okay, sagen wir Kuh. Tell me about her. Erzähl mir von ihr. Ich musste feststellen, dass sie geistig nicht ganz fit war und dann haben wir uns getrennt. Sie hatte sie nicht alle. Als sie damit anfing, meine Eltern und Freunde zu bedrängen, habe ich sie verlassen. My God, this is terrible. Sie ist wieder auf unserer Seite. Gut. So that's why you moved here from your city. Mhm. The things that she does. Was she able to do them before? Ja. Ja, ich war damals auch schon mit dieser Geisterfreundin zusammen. Das war voll cool. Also bis auf die Probleme, dass sie halt meine Freunde ständig töten wollte und meine Eltern, hat man eine Menge Spaß, so mit ihren Zauberkräften. Nicht, dass ich wüsste oder ich wollte es nicht wahrhaben. Letztes Jahr hat sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. Da fingen auch die komischen Sachen an. Weiß nicht. Ich glaube, das ist relativ egal. So, this monster wants you back. Mark. Thank you for telling me. Klar.
Ich hätte so ein bisschen gefeiert, wenn das Monster sie geschnappt hätte, weil sie die Diskussion anfängt. Aber... Oh mein Gott, ach, hör auf mit den Jumpscares, du blöde Kuh, dann... Wir sollten... Weil ich soll eigentlich zu den Polizisten. Die Polizisten sind doch auf unserer Ebene. Aber hier komme ich nicht durch. Das wäre der direkteste Weg dahin. Okay. You cheated on me. How is she better than me? Oh ja, tatsächlich. Jetzt in Weiß unterwegs. Ich hätte an ihrer Stelle beim nächsten Mal zu der Irren gesagt, du kannst sie haben. Was? Wieso? Weil sie eben noch so nachgebohrt hat und Fragen gestellt hat. Kann ich raus? Das ist ein sehr langer Korridor. Hat mich nicht gesehen. Sehr gut. Huh. Alter Brief. Sogar am Ende habe ich mich nicht überwinden können, offen mit ihr zu reden. Und hab ihr einfach einen Brief geschrieben. Hätte ich früher den Mund aufmachen sollen? Ja, es klang halt von dem, was wir bisher gesehen haben, tatsächlich so, als ob er... sie halt ewig lang geghostet hat, ohne offiziell Schluss zu machen. Also, was heißt geghostet? Sie hat einfach immer wieder vertröstet. Obwohl für ihn klar war, dass er nicht mehr mit ihr zusammen sein möchte. Kati, danke für den 13. Monat. Vielen Dank für den Resub. Ich komme nicht wieder. Du kannst aufhören, meine Familie zu verfolgen. Lass sie in Ruhe. Sie haben keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe ihnen nicht erzählt, wo ich hingezogen bin. Ich weiß, dass dein Verhalten von deiner Krankheit kommt, aber ich ertrage es nicht mehr. Du hast dich zu lange geweigert, eine Therapie zu machen, und jetzt hast du deine Psychosen nicht mehr im Griff. Ich liebe dich, aber ich bin es leid, Angst um meine Familie zu haben. Verzeih mir. Er liebt mich. Achso, das hat sie draufgekritzelt. Das ist alles, was sie interessiert hat. Und jetzt? Wenn ich da durchspringe, lande ich direkt hinter ihr. Ich bin nicht doof. Oh nein, da komme ich auf den Schrank. Und dann? I'm not giving it back. It's mine now.
Sie weiß, was Sache ist. Nicht so gut. Ich habe sie doch abgeschlossen. Soweit, so gut. Okay. Weiter in Richtung des Polizisten. Ich nehme an, dass wir Krach machen, wenn wir über diese Scherben trampeln. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich kann mich danach direkt unterm Bett Nee. Ich will es doch nicht ausprobieren. Wir sind tot, wenn ich da reintrampel. Die Arme, oder? Ja, schon so ein bisschen. Vorhängeschloss? Oh, der Policeman. Polizeiliche Dienstwaffe. Eine geladene Pistole ist genau, was ich brauche. Einfach so auf sie zu schießen, wird nichts bringen. Sie ist zu schnell. Sogar die Polizei hat sie nicht erwischen können. Erst muss ich sie irgendwie ablenken. Oh, ach so. Wir gehen davon aus, dass die Polizisten sie verfehlt haben. Ich hab gedacht, sie hätten die getroffen, aber ihr war das scheißegal. Okay. Okay. How are you? What's going on? Ich habe einen toten Polizisten gefunden. Er hatte eine Waffe. Ich habe eine Schusswaffe gefunden, also deutlich besser. Ja, muss ja jetzt nicht auf die Nase binden, dass er tot ist. It's good that you feel optimistic, just be careful. If you decide to shoot, it will be loud. Be prepared that she will hear and will come for you. Also, Mark. Do you have a minute? Sie ist schwanger. Oder sie wollte uns auch einen Antrag machen. Nicht nur wir hatten den Plan, einen Antrag zu machen, sondern sie genauso. Und bevor einer von uns stirbt, weil wir nicht wissen, wie die Sache ausgeht, will sie das jetzt hinter sich bringen. Oh mein Gott, wie süß! Ist das dein Ernst, Joyce? Nicht jetzt! Nein, 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 rede mit mir, Joyce! In your gift? I know it's silly, but I need to be sure that it is what I think it is. In case we don't make it. Es war ein Ring, Joyce. Ich wollte dir einen Antrag machen. Sag das nicht, Joyce. Wir werden es auf jeden Fall überleben. Und dann werde ich es dir schenken. Und bis es soweit ist, werde ich dir nicht verraten. Wir sagen dir die Wahrheit, oder? Dann lodert sie so ein bisschen auf. Das stärkt ihren Kampfgeist. Vorausgesetzt, sie will uns heiraten. Vielleicht hat sie auch Angst davor, dass wir einen Antrag machen wollten, weil sie nicht das gleiche Commitment... Also...
Kuh? Okay. Oh, Mark, I... Thank you. When I see you after all this, I'll give you the answer. Oh. So, don't you even dare think about giving up. Nein. Nicht ich. Keine Sorge, Joyce. So, wie benutze ich meine Pistole jetzt? Warte mal. Wir werden das Vorhängeschloss kaputt schießen, richtig? Dann müssen wir uns verstecken. Weil es laut wird, wie sie schon gesagt hat. Ich weiß nicht, aus welcher Richtung sie kommen wird. Hier ist aber auch nichts, wo wir uns verstecken können. Wo soll ich hin, wenn sie kommt? Hier hinten in die Ecke, maybe? So? Ich bin Rip. Rennen? Geradeaus, meinst du? Ich glaube, geradeaus ist nicht gut. Very cool. Ich wollte zuerst auf sie schießen, aber dann dachte ich, nein, Moment. Sie ist so schnell, sie würde ausweichen. Also haben wir das Dingsbums abgeschossen. Wieso ist die Fackel so schnell ausgegangen? Gutes Aim in der Situation? Wir haben noch irgendwo ein zweites Vorhängeschloss gehabt, das wir jetzt öffnen könnten mit der Waffe. Ich weiß nur nicht genau, wo das gewesen ist. Das war an der Weihnachtstür, an der zweiten. Ah! Geil! Will nicht nochmal in Flammen aufgehen, sie hat gelernt. Das ist der Ring, den sie versteckt hat. Das heißt, wir haben jetzt alles, um mir eine Falle zu stellen. Verlobungsring. Sie ist von diesem Ring besessen. Wenn ich ihn unter den Baum lege, wird das sicher ihre Aufmerksamkeit auf sich lenken. Ich muss der Sache ein Ende setzen. Sie war vom Verfolgen besessen und ich vom Weglaufen. Jetzt ist es für uns beide vorbei. Gunshots, are you okay? Ja, ich glaube, ich habe sie vertrieben, zumindest für eine Weile. Ja, alles okay? Ich glaube, ich weiß, wie man sie aufhalten kann. Wissen wir, wie man sie aufhalten kann? Unsere Idee ist einfach nur, sie unter den Baum locken und dann ganz viel Feuerwerk anmachen. Aber besser als nichts, ne? Okay. You know how to stop her? Tell me. Ich habe dein Geschenk und ich werde es als Köder verwenden. Ich bin es, den sie will. Ich werde sie mit dem Geschenk in die Falle locken. Nochmal eh? Kuckuck? Ich meine, ist eigentlich beides das Gleiche, oder? Did you find my present? Good. You know, she stole my Christmas decorations for a reason. It looks like she's obsessed with spending Christmas with you.
Maybe if you put a present by the Christmas tree, it will distract her. Mhm. Just don't forget to put the fireworks everywhere first. And Mark, please be careful. Klar. Läuft sie auch gerade hier rum? Wo müssen wir die Feuerwerkskörper verteilen? Woran erkenne ich, wo ich das hinpacken kann? Auch nur um den Baum herum oder das ganze Erdgeschoss zu bombardieren? Am Baum? Aber wär's nicht... Aber wenn wir das überall im Erdgeschoss verteilen und sie versucht zu flüchten, läuft sie von einer Rakete in die nächste, no? Nicht das Geschenk. Sie hat gesagt, erst die Raketen, dann das Geschenk. Ich glaube, wir verkacken es, wenn ich das jetzt direkt dahin packe. Die Horrorversion der Weihnachtslieder sind aber echt cool, ja. Vielleicht muss ich doch das Geschenk zuerst hinpacken, keine Ahnung. Ich hätte jetzt nichts gesehen. Kein Indikator, der für die Feuerwerkskörper zuständig ist. Okay. Du hast keine Wahl. Ja, wahrscheinlich nicht. He chose me. Oh, da ist der Knopf. Oh, darf man sich jetzt entscheiden, ob man sie wirklich sprengen möchte oder nicht? Was ist, wenn wir sie leben lassen? Push the button? Die ist doch eigentlich ganz lieb so. Für den Moment, ja. Hallo Julia. Drücken, drücken, drücken. Okay, aber wir sollten uns danach noch das alternative Ende angucken. Was passiert, wenn man sie leben lässt? Interessiert mich. Vielleicht kann man dann auch mit ihr glücklich werden. Man darf halt keine Eltern mehr haben und keine Freunde. Keine Arbeitskollegen. Kolleginnen. Steven will sie sich noch warm halten. Das Problem ist, Joyce wäre nicht so begeistert.
Wir können Joyce erzählen, oh, der Plan ist fehlgeschlagen. Oh, die ist voll immun gegen Raketen. Ey, ich hab versucht, sie zu sprengen, aber ihre Magie war zu stark, so, ihre Kräfte. Sie hat einfach die Zündschnur ausgemacht. Oh mein Gott, ich hab wirklich voll probiert, so sie zu töten, aber ging einfach nicht. Und dann hat sie mich ins Schlafzimmer gezogen. Und ich so, nein, oh, hör auf, Ex-Freundin, Monster, Geistermädchen, hör auf, nein, was tust du, oh. Das würde sie uns nicht abkaufen. Wir sprengen sie. Okay, let's go. I'm saying. Brax! 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 Zeig dich, Mistvieh! Joyce und ich werden heiraten. Und weißt du, was wir danach tun? Wir tanzen auf deinem Grab. Unsere Flitterwochen verbringen wir auf deinem Grab. Nachladen. Ach guck mal, wir haben das ganze Erdgeschoss gepflastert, damit, wenn sie wegläuft, überall das Problem hat mit ihren Augen. Hey, aber wo ist sie hin? Hoch? Hey! Warte, ich höre sie. Sie kommt! Brax! Warte, sie ist irgendwie immun. Muss ich sie wieder in die Feuerwehr? Oh. Brax! Sie kriegt keinen Damage. Hier ist doch über Feuerwerk. Warum interessiert sie das nicht? Warte, das mit dem Sprengen war... It's just a prank. Oh mein Gott, Ex-Freundin. Joyce ist mir eh schon... Ich hab gar keine Lust mehr auf Joyce. Du bist die einzig Wahre für mich, Baby. Haustür? Wir können nicht rausrennen. Wir... Kanister? Wo sind Kanister, die ich aufschießen kann? Diese dicken Raketen da, oder was? Diese Böller? Oh, die Böller. Gute Idee. Vielleicht... Da kommt sie. Bam, 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 bibbidi bang. Ah. Okay. Warte, ich habe keine Böller mehr, Chat. Bang, 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 bang. Bang, bang! Oh, hier sind noch ein paar Böller übrig. Okay, alles gut. Echt schade, dass es so zu Ende gehen muss. Hier haben wir wieder was. Oh. Geschenk für Joyce. Ich habe diesen Ehering vor einem Monat gekauft, aber fand noch keine Gelegenheit für einen Antrag. Wird sie ja sagen? The doors are open, Mark. The doors are open. You did it. My God, Mark. I love you so much. Come to my house. You won't get lost this time. I guarantee it. Warum kommt sie nicht zu mir?
Irgendwie fühlt sich das fishy an. Ich will nicht schon wieder auf die andere Straßenseite. Komm du doch zu mir, Mann. Oh mein Gott, wir hätten sie wählen sollen, oder? Was ist, wenn unsere Ex-Freundin, sie besitzt ja Zauberkräfte zu einem gewissen Grad, was ist, wenn sie dafür gesorgt hat, dass unsere jetzige Freundin aussieht wie sie? Wenn sie einen Zauber über unsere Joyce gelegt hat, dass Joyce aussieht wie das Monster. Und statt das Monster haben wir Joyce erschossen. Und sie wollte uns gar nicht fressen. Sie ist immer noch auf den Zugrand gekommen, um zu schreien, ich bin's, erkennst du mich nicht? Die Kraft der Liebe wird bestimmt, ich weiß, dass du irgendwo da drin bist. Bitte, du musst aufwachen. Und wir nur, geh rüber? Okay. Junge, man sieht doch schon wieder, wie beschissen die Licht. Oh, ach so, das. Oh. Weil sie weiß, dass die Sichtbedingungen scheiße sind, macht sie Feuerwerk, damit ich sie finde. Oh mein Gott, Joyce. So sweet. Okay. Das ist unsere Freundin, Chat. Happy End. Vielleicht hätte sie Nein gesagt, wenn wir zwischendurch ein bisschen Kacke zu ihr gewesen wären. Halt die Schnauze, konzentrier dich. Cool. Ach blöd, deine Theorie war besser? Was? Dass es noch nicht vorbei ist? Na, das machen gerade Horror-Games viel zu oft. Happy End ist schön. War aber ein echt nettes Spiel. Ja, kurz und knackig und war voll okay. Ach so, ich wollte noch gucken, wenn das für euch okay ist. Was passiert, wenn man die Ex-Freundin nicht sprengt? Wie ist das? Crimson Snow, ne? Crimson Snow All Endings. All four endings. Ah, sehr gut. Vier Enden gab's, okay. Im neuen Gut. Wir sehen nichts. Läuft noch Werbung. Kann gleich switchen. Zweiter Werbespot braucht noch 10 Sekunden. Gab es, by the way, schon das Eiswasserbad? Nee, aber...
könnten wir gleich machen. Ich bin noch nicht super müde, aber so ein bisschen bemerke ich, dass die Luft rausgeht. Stück für Stück. So. Jetzt seht ihr was, ne? The Finale and Four Endings. Das ist das, was wir gerade freigespielt haben, right? Jetzt Ending 2. Save Joyce, but lie to her a lot. So, okay. Also, gleiches Szenario. Man entscheidet sich dazu, die Ex-Freundin zu töten, aber man hat während der Telefonate mit Joyce sie ständig angelogen. Ah, Schatz, ich hab keine Ahnung, wer das ist. Kenn ich nicht, noch nie gesehen. Ob ich mal mit der was hatte? Nee, oh mein Gott. Nee. Okay, was passiert dann? Sind deine Augen geschminkt? Ja, sorry. Ich gehe demnächst duschen, dann sieht das wieder etwas weniger verprügelt aus. Mark, the doors are open. We're finally free. I'll light the fireworks for you to find me. Diesmal war sie direkter, ne? Davor hat sie gesagt, keine Sorge, diesmal kannst du das Haus gar nicht verfehlen. Ich sorge dafür, dass du mein Haus auf jeden Fall findest. Jetzt einfach, folg dem Feuerwerk. Komm zu mir nach Hause, aber... wenn du denkst... dass ich ja sagen würde? Na-ah. Du verlogenes Stück Scheiße. I want to forget it. I want to forget everything that happened about it. Mark, I think we should break up. Boah, sie hätte Schluss gemacht, wenn wir sie angelogen hätten zu viel. Ich kann's verstehen, though. Aber wir wären der einzige Dude weit und breit, der so eine Geisterbraut gekillt hat. Aber woher weiß sie, dass es Lügen waren? Gute Frage. Weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie die immer wieder murmeln? Also sie hat ja gesagt zwischendurch... ich verstecke mich gerade, aber ich habe das Monster vor sich hin murmeln hören. Mein süßer Freund, Weihnachtsgeschenke, Tannenbaum. Vielleicht, weil sie das Monster belauscht hat oder so? So, Ending 3. Save Joyce, but don't tell her about the ring. Hä? Ist das, hoffentlich ist das vierte Ende eins, wo man nicht auf den Knopf drückt. Also, im dritten Ende wird Joyce gerettet, aber man hat ihr nichts vom Ring erzählt. Aha. The doors are open, Mark. The doors are open. You did it. My God, Mark. I love you so much. Wenn man ihr nichts vom Ring erzählt, dann hat man die Antwort ausgewählt, wo es heißt, lass uns das hier beide überleben. Dann überreiche ich dir das Geschenk. Es ist eine Überraschung. Und Überraschungen... Also, es wäre keine Überraschung, wenn ich dir verraten würde, was drin ist. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man ihr vorenthalten kann, um was es geht, right? Komm zu meinem Haus, du wirst nicht verloren dieses Mal. Ich garantiere es. Das klang jetzt wieder liebevoller als davor. Ich garantiere dir, diesmal gehst du nicht verloren.
school. Okay. Hä? Wieso's Ending 4 Save Joyce? Was ist, wenn man die Frau nicht in die Luft jagt? Gibt's nicht doch ein Happy End mit der Geisterfrau? Das ist schon ein bisschen Resident Sleeper. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie noch das richtig spektakuläre Ende, wo man sagt, ah ja, das mit Joyce und mir, das wird eh nichts. Komm her, Geisterfrau. Das ist doch jetzt dein Ende? Ja, ich glaube, das ist das... Ja, warte mal, was war denn das Erste? Ha? Ah, keine Ahnung. Egal, das wird sich nicht groß unterscheiden.